große Sorge um das Atomkraftwerk im ukrainischen Saporischschja, so lautet es im ersten Statement nach der Inspektion der Atombehörde. Bei uns analysiert der ehemalige Atominspektor Martin Gerstmeier. Unter die Lupe nehmen will jetzt auch die Wiener Opposition die Geschäfte bei der Wien Energie. ÖVP und FPÖ wollen eine Untersuchungskommission. Und schwere Vorwürfe gegen den österreichischen Filmregisseur Ulrich Seidel. Beim Dreh von einem Film über Pädophilie soll er Kinderrechte missachtet haben. Schön, dass Sie noch wach sind. Ich begrüße Sie zur ZIP-Nacht. Entschuldigen Sie, dass ich Sie vor dem Wochenende noch störe. Mit diesen Worten beginnt der Chef der Atomenergiebehörde heute Abend seine Pressekonferenz in Wien. Aber er habe auch Wichtiges zu erzählen. Ein Team rund um Rafael Grossi ist soeben aus Saporischschja zurückgekommen, wo jenes ukrainische Atomkraftwerk mitten im Kriegsgebiet steht. Und die Lage vor Ort, die macht Grossi große Sorgen. Gestern war Rafael Grossi noch im Atomkraftwerk. Vor wenigen Stunden ist er zurückgekehrt, mit Sorgenfalten auf der Stirn. Die Situation ist sehr komplex und sehr herausfordernd. Er hätte mit eigenen Augen Krater und Einschusslöcher, die von Raketen stammen, im Gebäude gesehen. So etwas sei inakzeptabel, in jeder Hinsicht, so Grossi. Vier Leute aus seinem Team werden noch einige Tage im Kraftwerk bleiben, zwei sogar permanent. Anfang nächster Woche wird er einen ersten Bericht von der Inspektion vorlegen. Der Unterschied, dort zu sein oder nicht dort zu sein, ist wie Tag und Nacht. Großen Respekt zollt Grossi dem ukrainischen AKW-Team, das unter den schwierigen Umständen höchst professionell arbeite. Sie arbeiten sehr gut, aber es gibt latente Spannungen angesichts der dramatischen Lage, denn es herrscht Krieg. Wie schon gestern hat es auch heute in der Nähe des Kraftwerks Gefechte gegeben. Ein Umstand, der Grossi große Sorgen bereite. Und das wollen wir jetzt nachbesprechen mit einem Gast mit Erfahrung. Der Atomphysiker Michael Gerstmeier hat mehrere Jahre als Inspektor bei der Atomenergiebehörde gearbeitet. Jetzt ist er bei uns im Studio. Schönen guten Abend, Herr Gerstmeier. Guten Abend. Ja, wie blicken Sie auf das, was heute Abend in der Pressekonferenz verlautbart wurde, insbesondere wenn Grossi sagt, der Punkt, der ihm große Sorgen macht, das ist die physische Sicherheit bei diesem Atomkraftwerk? Es wurde vieles Interessantes gesagt bei dieser Pressekonferenz, nichts wirklich extrem Überraschendes. Aber die physische Sicherheit des Kernkraftwerks ist natürlich Punkt Nummer eins. Es ist nicht gut, dass ein Kernkraftwerk in einem Invasionskrieg steht. Es ist nicht gut, dass ein Kernkraftwerk ein Spielplatz einer Besatzermacht ist. Und ich glaube, jeder kann verstehen, auch wenn dieses Kernkraftwerk relativ robust ist, dass es nicht Ziel von militärischen Auseinandersetzungen sein sollte. Das ist der Punkt, der eben am meisten betont wurde. Großes Sorgenthema, das sind auch die Arbeitsbedingungen für die ukrainischen Arbeiter, die dieses Gelände, dieses Atomkraftwerk betreiben. Das ist wiederum besetzt aber von russischen Truppen. Da gibt es auch Berichte aus der Ukraine, wonach kritische ukrainische Mitarbeiter verschwunden sind. Was heißt denn diese Arbeitssituation insgesamt für die Gefahr, die von dem AKW dort ausgeht? Diese Frage hat natürlich zwei Komponenten, eine menschliche Komponente und eine sicherheitstechnische Komponente. Und beide sind meiner Meinung nach schwer bedenklich. Wir bekommen diese Informationen auch von der ukrainischen Kärntechnischen Gesellschaft. Wir bekommen Informationen von Mitarbeitern, die entführt werden, die gefoltert werden, die gezwungen werden, Dinge zu tun, die sie nicht tun wollen. Und diese Mannschaft ist aber essentiell für den sicheren Betrieb dieses Kraftwerks. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eben diese menschliche Komponente, dass wir hier Leute haben, die bei vollem Bewusstsein, dass sie in okkupierten Gebiet verbleiben werden, nicht geflohen sind und dieses Kraftwerk weiter sicher betreiben und jetzt seit 6 Monaten unter dieser Besatzungsmacht arbeiten. Und auf der anderen Seite muss man sich fragen, wie lange kann das sicher weitergehen? Wie lange ist diese Bedienmannschaft überhaupt psychisch und auch physisch in der Lage, dieses Kraftwerk weiter zu betreiben? Jetzt ist die politische Gemengelage eh auch schon angesprochen worden, auch von Ihnen. Die Ukraine, die hat die IAEA dazu aufgefordert, sich lautstark zu machen, auch für eine Entmilitarisierung des Geländes dort. Wie geht man denn als Inspektor, wie geht die Atomenergiebehörde damit um, wenn es auch Erwartungen gibt, dass nicht nur, wie Sie sagen, diese behördlichen Kontrollen durchgeführt werden, sondern dass man auch politisch eingreift?
Das ist in der DNA der Internationalen Atomenergiebehörde, dass wir eine rein technische Behörde sind in einem hochpolitischen Umfeld. Das war schon immer so und wird wahrscheinlich auch weiterhin so bleiben. Das heißt, es ist tatsächlich unsere Aufgabe und unsere Daseinsberechtigung, rein technisch zu sein und Informationen absolut unabhängig an die Öffentlichkeit zu tragen. Weitere Konsequenzen sind nicht die Aufgabe der Atomenergiebehörde, sondern weitere Konsequenzen sind die Aufgabe der Weltgemeinschaft, der Wertegemeinschaft, zu entscheiden, was sind die Schritte, die getan werden müssen durch diese Informationen, die sie von der Atomenergiebehörde erhält. Herr Gerstmeier, vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich. In gut 2 Stunden, also ab 2 Uhr in der Früh, hätte nach den Wartungsarbeiten wieder Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 fließen sollen, aber daraus wird nichts. Der Betrieb der wichtigen russischen Pipeline, die nach Deutschland führt, der bleibt bis auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Russland sagt, bei den Wartungsarbeiten habe man ein Leck entdeckt. Die EU-Kommission spricht hier von einem falschen Vorwand für den Stopp der Gaslieferungen. Seit Mittwoch wurden Reparaturen an Nord Stream 1 durchgeführt. Mit heute hätten sie eigentlich vorbei sein sollen. Damit nach Österreich. Anfang der Woche hat die Wien Energie die Politik um milliardenschwere Kreditsummen gebeten, um weiter am Strommarkt handeln zu können. Und jetzt kündigt das Unternehmen an, aus dem langfristigen Stromhandel vorerst auszusteigen. Sogenannte Termingeschäfte wird es bei der Wien Energie wegen des Risikos also vorerst nicht mehr geben. Die Wiener FPÖ und ÖVP haben unterdessen die Beantragung einer Untersuchungskommission des Wiener Gemeinderates angekündigt. Noch vor Weihnachten soll die Untersuchungskommission ihre Arbeit aufnehmen. Jetzt geht es um die Frage, gab es Spekulation? Wie wurde die Notkompetenz des Bürgermeisters ausgeübt? Wer wie Bürgermeister Ludwig über 1,4 Milliarden verfügt, verzockt und auch diese 1,4 Milliarden dann im Endeffekt vertuscht, der muss sich auch kritische Fragen gefallen lassen. Für die Einsetzung der Kommission haben ÖVP und FPÖ gemeinsam genügend Stimmen im Landtag. Auch die Grünen und Neos sind heute dafür. Und selbst die SPÖ sagt: Es gibt nichts zu vertuschen, es ist alles aufzuklären und wir stehen für diese Transparenz. Die heimische Energieregulierungsbehörde E-Control gibt heute außerdem Entwarnung. Kein anderer Energieversorger habe Finanzierungsprobleme. Und die Wien Energie meldet am Abend, man habe alle langfristigen Termingeschäfte an der Börse bis auf Weiteres gestoppt. Seit einer Woche wäre der Strom nur mehr kurzfristig geh- und verkauft. Kein österreichischer Filmregisseur hat so viele Preise bekommen wie Ulrich Seidel. In die Schlagzeilen kommt er heute, weil es schwere Vorwürfe gegen ihn gibt. Beim Dreh für seinen neuen Film in Rumänien habe Seidel die Rechte von Kindern grob missachtet und den Eltern der minderjährigen Darsteller wurden relevante Informationen vorenthalten. So berichtet es das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Ulrich Seidel weist die Vorwürfe zurück und hält den Journalistinnen seinerseits vor, unzutreffende Darstellungen, Gerüchte und aus dem Kontext gerissene Vorkommnisse veröffentlicht zu haben. Die allerdings wiegen schwer. So seien die Eltern der minderjährigen Laiendarsteller nicht über den Inhalt des in Rumänien gedrehten Films voll informiert worden. Es geht in Sparta unter anderem um den Kampf eines Mannes gegen seine pädophile Neigung. Weil wir nachgefragt haben, wissen Sie, dass das eines dieser Themen des Films ist? Da waren die allesamt schockiert und haben gesagt, unter diesen Umständen, hätten Sie diesen Fakt vorher gewusst, hätten Sie diesem Filmdreh nicht zugestimmt. Außerdem sollen Kindesrechte missachtet und der Umgang am Set roh gewesen sein, berichtet Bartholomäus Laffert, der mit Crewmitgliedern und Eltern wie Kindern vor Ort gesprochen hat. Er hat das Kind dann gepackt und am Ohr gezogen. Das wiederum sei Ulrich Seidel nicht fest genug gewesen. Er hat gesagt, er soll es nochmal fester machen. Daraufhin hat dieser Mann das Kind fester geschüttelt und am Ohr gezogen, woraufhin dann Ulrich Seidel gesagt hat, okay, passt, er ist glücklich damit. Nie habe er beim Dreh die Grenzen des ethisch und moralisch Gebotenen überschritten, so Ulrich Seidel in seiner schriftlichen Stellungnahme. Letzter Programmpunkt jetzt bei uns, der Blick aufs Wetter. Im Westen ist es morgen leicht unbeständig, im Osten überwiegt hingegen wieder der Sonnenschein. Nach einer kühlen Nacht jetzt gibt es am Nachmittag 21 bis 27 Grad. Am Sonntag verlagern sich die Regenschauer in die Osthälfte Österreichs. Der Montag verläuft dann wieder sonnig, die Nächte bleiben kühl, die Nachmittage warm.
Das war die in diesem Fall erste Zeit im Bild des Tages. Von uns allen hier eine gute Nacht noch.